Weil ich würde wahrscheinlich, weil diese Insel ja noch so groß ist, Baumwolle und Kampfer wieder hier neu machen. Und die dann halt hier hinbringen. Weil ich würde es ungern hier machen, weil so ewig viel Platz ist hier halt nicht mehr. Wir haben hier noch Tabak. Nur zur Not könnte man den Tabak auch noch weggeben. Ja, wir müssen ja halt wieder mal ein bisschen umdisponieren. Wir haben hier auch Holzfäller. Wofür? Für Ethanol. Ja. Okay, das ist ja aber auch okay noch. Aber ja, wenn wir Holzfäller noch brauchen, dann brauchen wir dafür auch wieder ein bisschen mehr Platz dann, ne? Mist, mein Kaffee ist kalt. Haben wir hier unten auch Tabak? Wir könnten auch hier, obwohl es auch schon recht viel Verschiedenes, ne? Hier haben wir auch schon so viel. Hier bringen wir zum Beispiel, glaube ich, Ethanol. Ne, hier machen wir Zelluloid tatsächlich. Für die Filmrollen, ne? Ja. Stimmt, hier machen wir die Filmrollen. Die Filmrollen bringen wir nach Manola fürs Kino und danach aber auch noch nach Filoni. Oh, kalter Kaffee, du. Oh. Ach, wie kalter Glühwein. Bin sehr kalt geworden daraus gefühlt. Ne? Ich habe schon überlegt, ob ich in meiner Bude die Heizung anmachen muss. Ich halt, dass der Winter schon wieder kommt. Ja, die Filmrollen machen halt auch. Ah, oh, das ist so. Da kann man auch wirklich überlegen, ob man die auch wieder von hier wegnimmt. Ob wir hier nicht sagen, dass sich das auch wieder lohnt, wenn wir die Produktivitätsboost für diese Sachen mitnehmen, Ethanol und Zelluloid auf der anderen Insel dann. Also wenn wir das auch hier hinsetzen. Und zum Beispiel ob wir von hier dann zum Beispiel irgendwie den Mais herholen oder sowas. Was fahren denn hier für Routen? Hier Parfum wird. Nee, das ist ja komplett Quatsch. hier. Was bist du denn für eine Route? Du fährst Mais? Sowas hatten wir hier noch nie. Aber wir hatten das mal gebaut. Ohne Fruchtbarkeit ist das natürlich sehr sinnvoll. Das heißt, ich habe hier keinen Mais. Wofür brauche ich hier Mais überhaupt? Die Menschen lassen sie hochleben. Das hast du dir mehr als verdient. Davon 12. Wahrscheinlich irgendwo Bier, ne? Nee, Mezcal, Bier? Nee, Mezcal nicht. Bier mache ich hier doch gar nicht. Tortillas. Tortillas it is. Ach du heilige Scheiße. Ja, das ist ja smart, ne?
Das ist ja super smart gewesen von mir. Da habe ich ja wieder richtig gedenkt. Okay, lass mal Mais hier machen. Durch die... Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Durch die Hacienda können wir das natürlich ja hier machen. Oh Gott, oh Gott, ey. Das kannst du auch keinem erzählen, du. Wo gehört er hin? Dahin. Okay, dann... Warte mal. Jetzt habe ich ihn hier hingebaut. Nach... Wie heißt denn die Insel? Sanritur. Haben wir da noch irgendeinen Slot frei? Mehrere, besser gesagt? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Zeit. Wir produzieren hier ja auch zu wenig. Warum? Was ist denn hier für ein Chaos, Leute? Geht ja auch noch keine Kuhhaut. So, pass auf, wir machen Folgendes. Du Maisroute, du fährst also... Da habe ich ja auch wirklich gut aufgepasst, dass wir da tatsächlich Mais hatten, ne? So, Ware laden. Gott sei Dank haben wir noch... So, Gott sei Dank hatten wir anscheinend noch genug Mais in den Kornkammern meiner Hauptinsel, dass wir da nicht so in Bedrängnis geraten sind, weil Tortillas sind natürlich... Oh, nicht, dass wir davon weniger Arbeitskraft hätten. Nee, dann hätten wir aber noch weniger gehabt. Nee, das ist Quatsch. Nee. Okay. So, das heißt, wir bauen jetzt hier nochmal so, ja, keine Ahnung, Maisplantagen. Wir hatten auf der anderen Insel 4 oder so. Du stehst hier jetzt einfach rum. Ich weiß nicht mehr, was du hier solltest, aber ich glaube, du wirst aktuell nicht mehr so gebraucht. Alles bereit. Oh, bin zum Ölhafen gefahren. Smart von mir. Denn wie ihr seht, ich bin voll drinne. Bin vollkommen up to date, gar kein Problem. Ein neuer Auftrag. So. Einmal abladen. So. Achso, jetzt können wir mal gucken. Wir können jetzt ja von hier direkt Mais bauen. Ich weiß noch nicht mehr, wie viele wir jetzt noch von den Tankstationen haben. Oh, ich hoffe, die Rast reicht bis hier. Wo ist denn das Ding? Das ist das. Ja, locker. Easy, easy. Keine Felder, keine Arbeit. Keine Felder, keine Arbeit. Okay. So. Machen wir auf jeden Fall noch eins. Das ist sehr viel angenehmer. Nur dank deiner ja, jetzt können wir aber keinen
kein Dings mehr machen gerade. Man kann an allem Spaß finden, sogar ein Stahl. Nee, also, hör mal auf jetzt hier, Bitche. Apropos, wir können mal gucken, ob die Radar dann wieder was von uns hat, weil ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal gemacht haben. Aktionen. Gib es einfach her. Sehr gut. Du kanntest meinen Vater nicht. Wir nehmen es. Ich brauch dich nicht. Okay. Der Druck im Kessel. Das ist die Maisroute. Okay. Let's go. Dann. Sollten wir uns mal ein Schiff bauen? Warte mal. Ja, wir haben jetzt... Was so ärgerlich ist... Wir haben hier jetzt halt... Oh, scheiße, das Schiff ist jetzt wieder unterwegs, oder? Nein. So. Es ist schon wieder da. Weil wir brauchen hier Zimt, Kokos, Zitrus und Zucker, ja. Also wir müssen das alles, was von der Insel kommt, auch hier benötigen wir hier. Sprich, das können wir uns aktuell nicht einsparen. So, was wir natürlich haben, ist ja, 4 Schiffe. Weiß aber nicht, ob wir da drum, nicht drum, also da kommen wir wahrscheinlich drum herum. Man könnte es jetzt ein bisschen smarter aufteilen, dass man sagt, du nimmst nur eins, du nimmst nur eins, du nimmst nur eins, du nimmst nur eins. Was dann aber meine Lagerkapazität natürlich wieder relativ voll macht, ne? Das heißt, wir sparen uns nicht wirklich ein Schiff ein. So. Ich wüsste jetzt auch nicht, was wir da noch mit draufpacken könnten oder auch eben nicht. Was man hier zum Beispiel braucht. Man könnte über Kautschuk nachdenken. Ich weiß aber nicht, ob ich die Fruchtbarkeit habe. Ja, habe ich hier. Bin ich gerade drauf. Da steht es nicht mehr da. Früher stand das mal bei allen anderen stand das immer da, glaube ich. Da. Habe ich. Ich habe hier keine Kautschuk-Fruchtbarkeit. Das heißt, sonst hätte man überlegen können, ob man einfach smarterweise Kautschuk mitnimmt, weil das ein bisschen übersichtlicher ist, weil ich jetzt gerade Kautschuk von hier, von Toussaint, glaube ich, nach Midgar bringe und dann wieder von da mitnehme. Was natürlich ein bisschen Quatsch ist. Wir haben hier aber keine Handelskammer, glaube ich, ne? Ich habe auch nicht mehr so viel Einfluss. Fehlende Ware, Zuckerrohr. Weil fehlende Fruchtbarkeit? Was? Wait. Seit wann? Wieso? Wieso brauche ich jetzt Fruchtbarkeit dafür? Das war vorher nicht so. Oh. Das ist so das Update gekommen, durch diese Mod gekommen. Vorher brauchte ich das nicht. Vorher war das scheißegal gefühlt. Und jetzt plötzlich ist das wichtig. Oh, ist das ätzend. So eine Scheiße, du, ey. Was ist denn das schon wieder für ein Quatsch jetzt? Das ist Kacke. Das ist wirklich Kacke. Mann, du machst einfach irgendwelche Mods und die Mods zerschießen dir am Ende mehr, als das, was es dir bringt.
Und dann kriegst du auch keine Warnung, so nach dem Motto, sorry, positiv, funktioniert was nicht. Sorry, ich bleib kratzen im Hals. Sondern das funktioniert dann einfach nicht. Oh. Steuermann. Hola. Okay, wir machen einfach eine Lösung. Ist gerade auch erst noch nicht so mega geil. Aber ich habe eine Idee. So. Der Vorteil ist, wir haben ja hier die Farm abgerissen. Das heißt, wir können ja schnell neu bauen. Weil Material ist da. So. Und dann... Ja, ihr könnt keinen Zucker mitnehmen. I know. Fahrt ihr kurz vorher noch hier hin. Weil das liegt da auf dem Weg, das ist nicht so schlimm. So, Problem behoben. Kacke Arsch. Sowas nervt halt irgendwie. Ja, cool, hier hast du eine Mod, die dir das Hacienda-Gedöns vereinfachen soll oder verbessern soll. Das sind ja meistens Mods. Die wenigsten Mods machen dir das Leben eigentlich schwerer. Gefühlt. Hoffentlich. Sondern viele sollen ja eigentlich ein bisschen bequemer machen, so. Du zögerst? Seewurf wie dich würde vielleicht streiche ich die Liste. Und dann kommt sowas. Ja, du kriegst eine coole Mod. Die ist echt geil. Ne? Aber. Wir haben jetzt eine Begrenzung für die Fruchtbarkeiten. Das musst du jetzt... Ne? Das ist dann der Kompromiss. Cool. Danke dafür. Haben wir das jetzt noch irgendwo, wo wir Probleme haben? Weil wir keine Fruchtbarkeiten haben zum Beispiel? Plötzlich? Out of nowhere haben wir keine... Out of nowhere vor allen Dingen. No way. Out of no way. Doch, ist doch richtig. Ich bin verwirrt. Nee, ansonsten scheint das erstmal alles zu funktionieren. Mann, 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 du. Okay. Warum sinkt mein Geld? Touristen ziehen aus. Warum ziehen Touristen aus? Wird einem ganz schwindelig vor lauter Souvenirs gehen aus. What? Warum? Why though? Haben zwei Slots. Drei. Ah, das Schiff ist aber gerade... Nee, das kommt jetzt erst rein. Es hat 134 mit, es reicht sogar zwei. Wupp. Warum sind dann Souvenirs alle? Müsste eigentlich genug haben. Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Merkwürdig.
Okay, wir gucken mal. Ist jetzt auch nicht so mega dramatisch, wenn so ein paar Touris mal ausziehen da. Das ist schon okay. So.